wollen ja die Besten auf den ganzen Server werden. Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Fiesta Online. Und diesmal, ich hoffe, ihr seht's oder nicht. Auf jeden Fall, was ich damit genau meine, ist die Grafik. Ich habe die mal so ein bisschen angepasst, und zwar nicht in... Was habe ich denn hier? Ich spiele das jetzt nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich drücke immer Spieleinstellungen. So, also ich habe die jetzt in 1366 mal 768 oder was auch immer das gerade war. Und gut, bei mir ist das irgendwie die Hälfte vom Monitor, aber ich, wie ich das gerade gesehen habe, oder... Also ich habe ja gerade so verschiedene Qualitäten ausprobiert und ich finde, die ist einer der besten für eine Aufnahme. Weil bei der ist es irgendwie so, da kann man die Buchstaben oder die Wörter alle sehr schön sehen. Man kann eigentlich allgemein alles sehr schön sehen, von daher gucke ich mal. Ansonsten werde ich die nochmal vergleichen, wenn ich die hochgeladen habe auf YouTube, und gucke dann, welche die so, ja, welche halt besser sind, welche schlechter sind. Aber ich glaube, diese hier müsste eigentlich sehr gut sein. So, was haben wir denn hier für Quests? Elite brauche ich nochmal, sonst noch was. Komm, Schildigritter. Schildigritter machen wir dann mal hinterher. Falls sie, genau, da ist sie auch schon, okay. Also von daher, ich muss sagen, dann spiele ich halt auf einem etwas kleineren, ja, ja, Spielfläche, sagen wir mal so. Aber dafür habt ihr es halt dann ein bisschen besser, ne? Also ich hoffe, dass ich somit das erste Problem gelöst habe. Hoffe ich. Ich kann noch nichts dazu sagen, aber na gut. So, dann haben wir das schon mal mit dem Inventar auch schon mal ausgeblendet, damit es nicht die ganze Zeit hier so ein Ausrufezeichen ist. So, auf geht's, komm schon, stirb bitte schneller. Ich brauche irgendwie was anderes. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir mal zu dem Typen auch mal hinrennen. Wobei, also in der letzten Folge habe ich ja gesehen, wir können hier was skillen. Komm, machen wir mal hier auf Stärke. Jo. Wie viel hat er denn noch? Sehr wenig. Das ist schon mal sehr schön. Dann gehen wir doch schneller down, als ich dachte. Na? So, heutige Thema ist... Weiß ich nicht was. Ne, weiß ich wirklich nicht was. Ich weiß nicht, was das heutige Thema ist. Irgendwas. Plapper ich denn schon. So, und da sind wir auch schon Level 17. Komm, dann machen wir so was. Diese eine Quest nehmen wir an. Ah, doch. Was vielleicht... Wobei, das ist ja cool, ne? Was vielleicht doch interessant wäre, wäre, wenn man morgens rausgeht, ne? Wer hat es nicht erlebt, du gehst morgens raus und es ist einfach alles vollgeschneit bei einem Februar kurz vor März. Toll, ne? Sehr, sehr schöner, ist es schon Frühling? Ich weiß es gar nicht. Ich würde mal sagen, Frühling anfangen. Das Ganze hier. Aber das Schöne heute Morgen war, dass man macht das ganze Schnee weg und es ist nichts irgendwie eingefroren. Sondern man konnte dann direkt halt los einsteigen und losfahren. Das war prima, nicht so wie in den letzten Tagen. Naja, was soll's, auf jeden Fall... Verstehe ich es trotzdem immer nicht. Wir sind hier Ende Februar, Anfang März, und es schneit einfach. Ja gut, ne? Und wir haben diese verkackten Minusgrade. Was auch nicht unbedingt viel schöner ist. So, auf geht's, Mini Pinky. Die verkloppe ich auch nochmal. Oder auch die verkloppt mich, oh Gott. Genau. Das war jetzt einer so meiner Themen, die mir gerade eingefallen sind. Oh mein Gott, wow, ich sollte mich, glaube ich, besser meine Videos vorbereiten, aber nee. Das wäre schon wieder zu anspruchsvoll für mich. Ja, wow. Wobei, das ist auch das falsche Wort, ne? Das ist auch das falsche Wort, zu anspruchsvoll. Weil ich laufe lieber ins offene Messer und überrasche mich, was ich hier so alles erzählen werde. Aber wie immer, das Schöne ist, wir wurden noch nicht aus der Akademie rausgeschmissen oder so. Das heißt, wir sind immer noch drin, haben sogar 8 Gold. Und wir haben sogar einen Ring. Komm, zieh ich doch mal an. Super. Und dann brauchen wir nur noch einen, dann können wir auch schon abgeben. Wobei, ehrlich gesagt, die andere Quest noch zu Ende machen. Weil da brauchen wir auch noch die Mara-Elite. Sind das Eliten? Ja, ich glaube schon. So. Dann geben wir mal die Quest auch mal nebenbei ab. So. Und dann laufen wir, wobei wir haben ja noch unser Pferd. Wie lange geht denn der noch? 3 Tage, 40 Minuten. Oh. Dann muss ich mal gucken, irgendwie, dass ich vielleicht in Fiesta so einen kleinen Aufnahmemarathon mache. Oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Muss ich nur gucken. So, dann brauchen wir nochmal Mara Elite, genau. Oh Gott, die hauen aber auch rein, muss ich sagen. Was hat ihn da gedroppt? Eine Mütze, aber nicht für mich. Oh Mann. Ich bin Magier, kein Jäger. Einen Jäger habe ich, aber der ist schon leider ein bisschen höher für diese Mütze.
Da kann damit nichts mehr anfangen. So, Karten, brauche ich Karten? Ne, aktuell brauche ich noch keine Karten hier in dem Bereich, weil in dem Bereich habe ich schon alle Karten für meinen Hauptchar gefarmt. Wobei, das können wir uns auch mal so als Ziel setzen, ne? Lassen wir... Ah, ja, komm, lass mal das als Ziel setzen. Versuchen, alle Karten zu farmen, die es gibt. Aber jetzt habe ich natürlich schon am Anfang irgendwie alles verpennt, ne? Wow. Ja, wobei, doch lieber nicht, weil sonst habe ich das Problem, weil zum Beispiel Pinkies und so. Das habe ich auch selber mal ausprobiert. Da saß ich irgendwie, boah, wie lange saß ich denn dran? Eine Stunde oder so, bis ich endlich mal diese... Was ist denn da für eine Karte? Das ist die... Genau hier. A-Karte, ne? Da saß ich wirklich fast eine Stunde dran und habe nur diese Pinkies gekloppt, damit ich diese Quest fertig habe. Nicht Quest hier, damit ich die... Nur die Karte fertig habe, und das hat gedauert. Das brauchte seine Zeit. So, L-Ruhe, und sonst haben wir nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt schon mal dahin laufen. Oder hinreiten, eher gesagt. Also von daher machen wir das doch lieber nicht. Ich habe mich da umentschieden. Jetzt so einfach spontan. Wie heißen die? Die Revenant? Sucht Mem ab 60. Okay, dann viel Spaß. Erdnusspolizei sucht Akala bis zu 20 Gold. Warte mal, komm, wir gucken mal, wie viel wir noch in der Gilde haben. Nicht, dass wir die irgendwie ausgenommen haben. Ne, 28 Gold. Gem haben die da drin oder Gem. Ich weiß nicht so genau, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall 5 Gold. Passt alles. Ja. Also Geld haben die dann noch zum Glück genug drin, sodass ich davon noch so in den nächsten Folgen profitieren kann. Vor allem dann, wenn ich Level 40 werde. Wobei, wenn ich Level 40 werde, muss ich in eine andere Gilde oder Akademie gehen, weil die gibt ja kein Geld mehr. So, was will ich denn hier überhaupt machen? Achso, wir müssen zu Pay. Wir müssen ja noch 2 L-Ruhe kaufen, oder? Genau, wir haben ja schon eine L-Ruhe, dann kaufen wir noch 2 dazu und können dann schon mal die nächste Quest abgeben, sodass wir Level 18 werden, und mal sehen. Vielleicht wären wir hier sogar Level 20 in der Folge, auch wenn ich es eher weniger glaube, aber egal. Ausprobieren kann man ja alles, ne? So, bei wem sollen wir die Quest überhaupt abgeben? Achso, wir können ja auch einfach so abgeben, gut. Quest beenden, Level 18, wunderbar. Möchtest du stärker werden? Ja, wir möchten unbedingt stärker werden. Wir wollen ja die Besten auf den ganzen Server werden, würde ich mal so sagen. So, die nehmen wir auch mal an. Dann haben wir schon mal die, wie die heißt es ja nicht, das ist ja eine ganz normale Quest. Es gibt ja die schnelle Schildis WH. Machen wir dann auch gleich hinterher. Ob ich die jetzt die ganze Zeit mache? Wobei, komm. Dann kann ich auch die ganze Zeit machen. Wir gehen dann woanders hin. Nicht da bei der... Wo ist denn... Was ist denn da immer? Genau, Bucht der Gier, sondern in Sandbucht. Denn da gibt es mehr von den Schildis. Und dann machen wir mal kurz die WDH, damit wir später ja noch besser hochkommen, ne? Weiter. Komm, ich will gerne die Quest haben. Quest abschließen, wir kriegen eine neue, wunderbar. Schnelle Schildi, 8 Stück, jo. So, mal sehen, wie sieht es überhaupt mit dem Kindenquest aus? Keiner drinne, was ein Wunder. Wobei, die sind noch gar nicht offen, sagen wir mal so. So, komm, weiter. Verbessern, super, haben wir gemacht. Wir können das abgeben, so schnell geht das Ganze. Die können wir ja auch nochmal annehmen. Lizenz registrieren, genau. Spielen wir das mal aus. Fügen das dauert dort hin, da rein, tschak, fertig, Ende. So, da können wir ja auch abgeben. Dann haben die Quest schon fertig. Jawohl, guck mal, eine Schärpe brauchen wir. Komm, dann akzeptieren wir die Quest auch mal. Wir nehmen die Waffe an und ab. Auf geht's in Sandbucht, oder ist es Sandbucht? Ich glaube schon, ne? Genau, doch, ist das Richtige. Ist wunderbar. Was gibt's da? Körperangriff. Ich glaube, T3 gibt es nicht zu kaufen, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, T3 gibt es nicht einfach so zu kaufen. Zumindest habe ich das noch nie gesehen. Weder in Uruga noch was weiß ich, weil in Alvastol kannst du ja T4 Sachen kaufen. In Adelia T5. Elde halt T2, aber T3 gibt es nicht unbedingt. Nee, ich glaube nicht. Nehmen wir mal mit, wobei das ist ja so. Verstärkter Körperangriff kann ich. Ah, scheiß drauf. Kann ich nicht gebrauchen. Einfach weg damit. So, wir müssen hin nach dorthin. Okay, dann machen wir mal dort die Quest, würde ich mal sagen. Oh, schneller Schleim, wie süß. Sehr süß. Boah, ich weiß nur früher, wo die ganze Map ganz anders aussah. Die haben das ja irgendwann mal verbessert. Ich glaube, die wollten noch andere Maps verbessern, oder? So habe ich das im Hintergrund zumindest. Ob die das wirklich noch weitermachen, keine Ahnung.
Genauso wie mit dem Rebelongs Update. Das heißt, die wollten ja gerne die Klassen gleichmäßig machen oder wie man das so gerne ja, nennen mag. Die Klassen balancen richtig, damit die nicht so stark, nicht so schwach sind, aber irgendwie ging das nicht gebacken. Warum auch immer, da habe ich mich zumindest auch nicht wieder informiert so richtig, was da die Probleme sind. Deswegen, seit 2 Jahren ging das nicht gebacken und ja, mal sehen, wann es kommt, ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann die das endlich rausbringen, weil irgendwie, ja, unterscheiden sich dann die Klassen stärker voneinander, zumindest beim Jäger. Da kann man das sehr schön sehen. So, auf geht's. Wir brauchen 5 von den Schärpen. Oh, okay. Ich glaube, es ist egal von wem, ne? Ja, warum kloppe ich denn die schwersten? Verstehe ich nicht. Anstatt irgendwie die leichteren zu kloppen, ne, nein, erstmal schön auf den schweren gehen. Vielleicht bekomme ich ja dadurch. Ja, wobei mehr Erfahrungspunkte bekomme ich ja sowieso. Wie bekomme ich jetzt? 31 von den Mara-Elite und 29 von den Matrosen. Ja. So ein großer Unterschied ist das nun auch wieder nicht, ne? Zwischen den beiden. Also von daher. Aber die gehen schneller down, das ist das Schöne. Komm, gehen wir down. Haben unser 4. jetzt und noch einen. Und dann können wir die schnelle Shieldies töten. Und machen mal so ein bisschen diese WDH. Damit wir dann später halt mehr Quests zur Verfügung haben, wenn wir dann. Wenn wir dann was weiß ich was haben. Oh Mann, ja, weiß ich nicht mehr, was ich sagen will. Ach komm, da gibt keine Schärpe. Ne, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wenn wir dann später mehr Quests zur Verfügung haben. Ja, und haben wir halt schneller Level abkommen, ne? Das ist halt mal ganz schön. Guck mal, die können wir abgeben, genau. Dann müssen wir jetzt davon 5 Stück für die WDH abgeben, okay. Machen wir mal. Okay, nur die Kills brauchen wir, keine Drops, das ist schon mal gut. Ich dachte gerade schon, irgendwie brauchen wir noch einen Drop mit dazu, aber nein, das ist zum Glück nicht. Oh Gott, ich mache so wenig Damage bei denen. Mal sehen, irgendwie. Vielleicht mal meine Waffe, wobei die Waffe lohnt sich ja nicht hochzumachen, weil das ist ja eine ganz normale 1er, aber ja, können wir vielleicht auch mal machen. Auch wenn es das jetzt nicht so lohnt, aber dann haben wir die wenigstens auf plus 4, nee, 3. Mit Elgur kann man ja auf plus 3 machen und dann noch mit Lex auf T5, sage ich schon, genau, auf plus 5. Weil, ja, wer es nicht weiß, die Waffen können halt hier kaputt gehen. Je nachdem, bei T1 zum Beispiel ist es halt so, dass man die bis plus 5 hoch uppen kann, bei T2 und T3 bis plus 4. Und dann bei plus 4 und bis 5 kannst du nur bis plus 3 hoch uppen und danach geht die Waffe kaputt. Also alles, was da drüber ist und du keine Sicherheitssteine benutzt, gehen die halt kaputt. Und für die Sicherheitssteine darfst du halt echtes Geld bezahlen oder es gibt auch handelbare hier drin, aber die kosten ein bisschen sehr übertrieben viel. Das heißt, wenn zum Beispiel, was ist denn hier so... Wobei nicht, man sagt ja glaube ich, 1 zu 1 ist ja 1000, okay, kann ich meine Quest abgeben. Man sagt ja hier 1000 von Taler sind ja glaube ich 1 Gem, ne? Je nachdem wie viel ein Paket kostet, verkaufen die es hier mehr oder, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, nein. Ich weiß nicht, müsste ich halt mal selber dann gucken, für wie viel die jetzt verkaufen, aber ja, sonst laber ich hier irgendeine Scheiße voll und was weiß ich was. Ne, das will ich auch wieder nicht machen. Also jetzt aktuell müssen wir sowieso nur die schnellen Shields töten. Dann mache ich mich mal auf Level 19. Warte mal, ich glaube mit Level 19 haben wir die auch noch, aber ich will die nicht so lange machen. Ich will ja nicht alles hier drin irgendwie verbröseln in diesen WDHs. Also von daher mache ich nur bis Level 19 und dann machen wir die anderen Viecher. Weil es halt sonst wirklich sehr eintönig wird. Aber das wird halt sowieso später schon mit Level... Boah, wann wird es denn eintönig mit? Ja, gute Frage, ne? Mit. Oh, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mit welchem Level denn nochmal? Warte mal, ab Level 80 auf jeden Fall. Level 60 machst du ja die Zombie-WDH. Bis 64, dann kannst du Schloss machen oder halt die Pilzsporen. Oh Gott, da haben wir aber noch was vor uns bald. Da haben wir aber wirklich noch sehr viel vor uns. Und dann noch jeweils nur 15 Minuten folgen. Boah. Ich glaube, dann hänge ich mal immer mal wieder so ein paar Streams dran, ne? Aber wobei, ich wollte ja den Char gerne hier zur Aufnahme benutzen. Wäre es dann gut oder wäre es dann schlecht, wenn ich den Char dann im Stream benutzen würde? Aber auf der anderen Seite, die Stream-Videos werden ja automatisch auf meinem Kanal hochgeladen. Das heißt, ihr würdet dadurch ja nichts verpassen, wenn ich das streamen würde. Auf YouTube zumindest.
Auf Twitch weiß ich nicht. Da muss ich ja zweimal OBS aufhaben. Zweimal und ich glaube, nee, das wird sowieso nicht klappen. Nee, wird es nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall wird das dann klappen mit Twitch und YouTube gemeinsam. Das heißt entweder YouTube oder entweder Twitch. Also je nachdem, weil in Sommerferien sage ich schon, ne, das ist ja noch ein bisschen hin. Was haben wir denn? Osterferien, genau. Wollte ich sowieso auf Twitch wieder streamen. Nicht vergessen, auf Twitch, nicht auf YouTube. Auf YouTube streame ich dann. Was streame ich denn auf YouTube? Gute Frage. Wobei, das ist die falsche Quest. Wir nehmen diese hier, den Level ab. Nein. Machen wir die noch weiter. Machen wir auf jeden Fall in dieser Folge Level 19 durch die WDH. Also, das ist jetzt aber eine gute Frage. Wenn ich mit dem Char das Ganze streamen würde, wäre das jetzt ein Anführungszeichen Betrug oder nicht Betrug? Weil ich wollte ja mit dem Char eigentlich halt nur ein Let's Play machen. Aber wenn ich ja sowieso die Videos, was ich gestreamt habe, hochlade oder hochladen wird, dann kann man ja das alles nachverfolgen in dem Video, auch wenn er dann vielleicht 2-3 Stunden lang ist. Aber trotzdem gibt es ja davon ein Video, was ich in dem Video gemacht habe oder so weiter. Ja, das ist jetzt aber eine gute Frage, muss ich schon sagen. Die kann ich euch jetzt nicht so einfach beantworten. Das heißt, man müsste wirklich mit euch absprechen, ob das jetzt gerecht wäre oder nicht, wenn ich das mit dem Char streamen würde. Ansonsten müsste ich je nachdem vielleicht extra noch einen zweiten Char machen, mit dem ich dann halt nur in den Streams das Ganze machen würde, durchleveln würde. Ist jetzt halt so eine Sache, ne? Ob das wirklich gut ist oder schlecht ist. Schreibt es am besten mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, wenn ich jetzt einfach so mit dem Char streamen würde und das Ganze halt noch zusätzlich auf YouTube hochladen wird. Ich glaube, das wäre halt eine gute Idee, ne? Vor allem wäre dann die Folge nicht 15 Minuten lang oder so, sondern wirklich mehrere Stunden. Halt wirklich so 2-3 Stunden, weil dann, das würde sich ja nicht lohnen für, ja, was weiß ich, wie viel, halbe Stunde, eine Stunde den Stream anzumachen. Nee. Dann würden wir halt wirklich irgendwie 2, 3, 4 Stunden VS da zocken und das wird dann automatisch hochgeladen. Von daher wäre das ja auf der einen Seite gut. Und außerdem würden wir halt auch sehr gut vorankommen. Das sowieso. So, komm schon, wir sind fast Level Up. Noch ein bisschen. Dann haben wir es zumindest heute geschafft mit den schnellen Schildis. Und dann können wir nächste Folge direkt weitermachen mit den nächsten Quests. Oh, da ist so eine Kiste. So, was haben wir hier? Nichts Besonderes. Okay, komm, dann gehen wir mal zur Kiste. Zur Schatzkiste und machen die mal kurz auf. Zack, was haben wir denn da drinne? DT1, sandige Hügel, nehmen wir mit. Ansonsten brauche ich da drinnen nichts mehr. So, dann zerkloppen wir noch den einen. Dann haben wir wenigstens die abgeschlossen, die WDH. Ja. Komm, zerkloppen wir mal mit dem Stab. Doch, nee, das dauert zu lange. Dann können wir das abgeben. Und nein, danke. Ich habe keinen Bock mehr, die weiterzumachen. Die geben wir dann auch direkt hinterher ab. So. Und dann würde ich mal sagen, ich stehe schon bereit mit Level 19. Ich würde mal sagen, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Falls nicht, gebt einen Daumen nach unten. Und bitte bewertet auch in den Kommentaren, warum das so ist. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein.